Ja, hallo liebe Heimkinofreunde, herzlich willkommen wieder bei Grubi TV auf dem YouTube-Kanal. Ich bin hier heute Gast bei der Firma Torus. Josef, erstmal hallo. Hi. Danke dir für die Einladung. Danke dir. Was macht Torus? Torus ist ein Tonstudio. Wir werfen heute mal einen Blick hinter die Kulissen. Der Anon hat es vielleicht gelesen. Torus hat nämlich vor kurzem bei uns einen Mitsubishi 3D-Projektor gekauft, und zwar konkret den HC9000. Warum, wieso, weshalb? Machen wir nachher mal im Film. Bis dahin wollten wir uns eigentlich mal bei euch ein bisschen in Räumen umschauen. Ihr habt hier wirklich tolle, beeindruckende Räume hier. Erklär uns doch mal ein bisschen was zu der Firma Torus an sich. Wo kommt der Name her und seid ihr im Markt? Ja, also für uns gibt es jetzt seit 15 Jahren. Wir sind drei Geschäftsführer hier in der Firma, sind selber alle drei vom Set. Das heißt, wir haben damals selber die Töne am Drehort eingesammelt, waren für die Töne am Drehort verantwortlich und sind dann, sage ich mal, auch, weil wir nie so ganz happy waren mit der Verarbeitung unserer Töne, auf die Idee gekommen, das selber mit anzubieten. Und das wurde schlussendlich immer mehr. Und daraus wurde dann diese komplette Firma, wo wir jetzt mittlerweile zu 17 Leuten arbeiten. Auch alles Festangestellte und alles, sage ich mal, unsere selbst ausgebildeten Leute. Wo kommt der Name Torus her und warum habt ihr dann dieses nette Logo da? Gut, den Kölner Dom, den erkenne ich ja, den kann ich Ja. ja nachvollziehen. Wir sind nämlich hier mitten in Köln. Der Hund kam eigentlich her. Unser erster Firmensitz war die Lupusstraße. Okay. Und der Hund kommt einfach aus dem Lupo heraus. Deswegen hatten wir uns damals auf den Hund geeinigt. Und den Torus selber, wenn man sieht, was der Hund da im Mund trägt, Ja. Torus ist ein Begriff für eine Mikrofonierung eines Roundtable-Gespräches. Das heißt, es gibt eine bestimmte Art von Mikrofonanordnung, wenn man an einem runden Tisch sitzt, wie man das zu machen hat. Und da sind wir eigentlich auf diesen Namen gekommen. Also Insider wissen schon mal direkt sofort, was mit anzufangen. Nicht wirklich, aber Ja. So wir hatten viel. einfach Probleme bei der Namensfindung. Am Ende ist dieser Name bei rausgekommen und der ist halt jetzt einfach etabliert. Und im Grunde genommen sind wir jetzt auch einfach froh, dass er doch sowas, ja, vielleicht Geheimnisvolles ist oder was Kann man sich sich merken. nicht gleich erklärt. Genau. Ja, ihr habt euch also konzentriert auf das ganze Thema Tonbearbeitung. Genau. Das heißt also, wir sind jetzt hier in einem dieser Studios. Ihr habt hier mehrere Studios. Wie viel habt ihr insgesamt? Wir haben insgesamt 10 Studios hier, Ja. wovon drei Mischungen sind. Wir haben eine Dolby Digital Mischung, die eine Kinomischung ist. Dafür müsst ihr, glaube ich, relativ viel Geld zahlen, weil ihr müsst da richtig für lizenziert werden, Ganz ne? genau. Dolby lizenziert das Verfahren, beziehungsweise es ist auch toll, dass es diesen Standard gibt, weil das wird halt überwacht von Dolby. Das heißt, nicht jeder kann machen, was er will, sondern wenn ein Kinofilm produziert wird in Dolby Digital, kommt ein Dolby Consultant und überwacht die technische Abwicklung Also dieser der macht dann Anfertigung. wie ein TÜV, sagen wir zum Schluss, sein Siegel drauf und sagt, okay, das Ganz genau. entspricht unseren entsprechenden Standards, genau. Dolby-Vorgaben. Und so hofft man halt auch wirklich, dass man den Film wieder so im Kino hört, wie man es bei uns Also da gibt es angeschaut Leute, hat. die nichts anderes machen, als euch dann über die Schulter zu schauen und dann zur Not auch mal ein paar Tipps zu geben. Und dann sitzen die dann da und können dann mit bei der Filmerstellung dann noch ihren Kommentar geben. Und zum Genau. Schluss gibt es die Unterschrift. Es gibt technische Richtlinien, wie das zu sein hat für einen Dolby-zertifizierten Film, und die werden dann einfach von dem Consultant überwacht und ja, dass eben die Standards eingehalten werden, dass man eben hofft, dass man im Kino den gleichen Hörgenuss hat wie bei uns eben im Wenn Studio. ich jetzt hier mal dieses Studium hier anschaue, da sind ja auch eine Menge Knöpfe. Ich erinnere mich dann noch an unseren tollen Film über den Rheinschiffer. Der hat ja auch eine Menge Knöpfe, nur die haben natürlich eine ganz andere Aufgabe. Bei diesen Knöpfen kann man da sagen, da gibt es so drei wichtige, sag mal, Segmente, die für das, dies und jenes zuständig sind. Also grundsätzlich kann man sagen, das ist halt hier einfach ein Mischpult. Ja. Mittlerweile natürlich alles digital. Früher brauchte man pro hörbarem Kanal einen eigenen Mischpultkanal. Heute kann man sagen, hier sind jetzt nur 16 Fader, trotzdem kann ich mit diesen 16 Federn 200 Spuren verwalten, weil ich Okay. mir jegliche Spur auf den Kann Fader ich die holen kann. aktivieren und aufrufen? Ganz genau. Und letzten Endes ist das einfach die Mischzentrale, wenn wir einen Film vertonen, wo durchaus eben mal 200 Spuren zusammenkommen können, werden die hier an diesem Ort der Mischung eben einfach perfekt ausbalanciert. 200 Spuren, das heißt ja jetzt konkret, ich kann pro Spur brauche ich, also ich habe auf jeder Spur ein Geräusch vielleicht. Ist richtig soweit? Ja. Und weil ich kenne ja so als Heimkino-Fan 5.1, 7.1. Das heißt, Genau. also die ganzen Spuren packt ihr mir nachher zum Schluss in dieses 5.1 mit hinein. Ganz genau. Wenn wir zum Beispiel einen Kinofilm aufbereiten, ist es in dem Sinne so, dass der eigentliche Dialog, der mal am Drehort aufgenommen worden ist, durchaus aus 12 Spuren besteht, weil die nehmen mittlerweile auch in Mehrspurtechnik auf. Dann schneiden wir diesen Dialog sauber. Dann wird der halt eben auch entsprechend auf die Kanäle verteilt.
Und dann werden wir am Ende, wenn wir so eine ganze Vertonung haben von einem Kinofilm, wo dann meinetwegen 300 Spuren sind, versuchen wir die in Themenbereiche einzuteilen. Das heißt sogenannte Stems am Ende. Das sind 5.1 Stems, nenne ich mal, wo ich sage, du hast jetzt Atmosphären in einem Film, die bestehen aus 60 Spuren und die fasst du fertig gemischt in 5.1 zusammen. Das gleiche mit Special Effects, Explosionen, Schießereien, mit Geräuschaufnahmen vom Geräuschemacher, der ja alle Schritte und alle Kleiderbewegungen nachmacht. Man hat dann so einzelne Stems, das heißt, aus diesen 300 Spuren werden dann 5 Bereiche Musik 5.1, Dialog, Effekte, Atmosphären. Dann hast du halt quasi zum finalen Ausbalancieren nur diese Stems. Und diese Stems werden dann zu dieser einen 5.1 Spur gemischt, die man dann letzten Endes auf dem Kinofilm hört oder auf der DVD entsprechend. Ja, der eine oder andere Fan, der vielleicht sogar selber eigene Filme dreht, kennt sicherlich so eine grundsätzliche Oberfläche. Da hat man dann seine berühmte Videospur und seine 2 Tonspuren. Das ist natürlich bei euch alles wesentlich aufwendiger. Du hast da gerade von gesprochen, dass man 200 Spuren, ich glaube, es gibt sogar Filme mit wesentlich mehr. Ne? Was hat man so bei ganz großen Kinofilmen? Bei ganz großen Kinofilmen, da kommen mal eben 1000 Spuren zusammen. Wenn man Herrn der Ringe oder sowas mal nehmen will, einen großen Hollywood-Film, dann sind 1000, 1500 Spuren überhaupt kein Problem. Na gut, okay. Aber vom System her haben wir hier die Möglichkeit, das mal ein bisschen im Detail anzuschauen. Ihr habt also jetzt hier die ganze Übersicht. Hier kann ich jetzt jedes einzelne Geräusch markieren, kann es verschieben. Genau. Also das ist eigentlich unser Programm. Das ist, nennt sich Pro Tools. Mhm. Und da liegen alle Geräusche drin. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel O-Tonspuren. Das heißt, O-Tonspuren sind die Spuren, die am Drehort aufgenommen worden sind. Die sind aber jetzt von uns auch entsprechend aufbereitet worden. Das heißt, teilweise werden die einfach entrauscht, werden die nochmal anders gefiltert, um Klanganpassungen vorzunehmen und so weiter und so fort. Also wir sind beim O-Tonschnitt einfach drauf, das, was am Drehort aufgenommen wird, wirklich in einen... Hört sich so holprig wahrscheinlich an, genau. Wenn die da aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen, die Geräusche sind im Hintergrund anders, etc. Klassische Schuss-Gegenschuss-Sachen, wo auf der einen Aufnahme Autos im Hintergrund zu hören sind und dann schneidet man um und dann ist da kein Auto. Das heißt, wir sind dann bemüht, das Auto aufzufüllen, damit das wieder eine homogene Spur wird. Und wenn ihr dann Geräusche noch zusätzlich benötigt, könnt ihr die zum einen mal selber hier erstellen. Da habt ihr dann jemanden, der dann die entsprechenden Geräusche macht, die berühmte Kokosschalennummer, sage ich mal, ganz wenn genau. das Pferdchen benötigt wird. Also wir haben doch ein Archiv, glaube ich, ne? Wir haben ein Archiv, ein Tonarchiv, da sind 300.000 Geräusche drin, die wir über Suchbegriffe einfach hörbar machen können. Wenn uns ein Geräusch gefällt, dann transferieren wir das in das Programm rein und man kann das dann entsprechend anlegen. Und das hat alles Mögliche drin und ist eben auch unser Kapital, weil das über die Jahre wächst und wächst. Weil wir und das ist natürlich speziell nur von euch dann in dem Fall. Ganz genau. Okay, klar. Wunderbar. Wie lange arbeitet man jetzt nebenan? Ich darf so viel verraten. Nebenan wird gerade ein Tatort fertig gemacht, der aus Münster, was Tonmischung etc. angeht. Wie lange arbeitet der Kollege jetzt so circa an so einem Projekt, wenn er den Film bekommt? Der kriegt den Film ja fertig geschnitten mit dem Ton und dann muss er den Feinschliff machen. Ganz genau. Also er bekommt den von einem Cutter fertig geschnitten als ein durchgehendes Projekt und bereitet dann eben den O-Ton auf, weil der Cutter kümmert sich natürlich ums Bild und nicht um den Tonschnitt. Ja. Bereitet den Ton dann auf, füllt die Atmosphären auf, macht vom Geräuschemacher die Spuren, schneidet synchron wieder unter den O-Ton, macht Special Effects, Schießereien, Autoverfolgungsjagden. Mit der Mischung kann man sagen, ist man an so einem Tatort auch 6 Wochen ungefähr zugange. Also ich sag mal, in Arbeitstagen stecken da so 25 Arbeitstage in jedem Fall drin. Und dann wird der Film übergeben und dann wird er nochmal endgültig abgemischt in 5.1, weil in Stereo, glaube ich, mehr oder weniger. Der Tatort wird mittlerweile in 5.1 gesendet. Klasse. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal weiter und schauen wir mal, was ihr sonst noch hier zu bieten habt. Gerne. Josef, mir fallen wieder 2 Sachen auf. Zum einen habt ihr hier tolle Wandpaneele, da wird so mancher Heimkino-Fan ziemlich begeistert sein, denn man merkt ja von der Stimme schon wieder, die Akustik ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, auch gerade hier, weil hier scheint anscheinend auch wirklich sehr wichtig zu sein, wie man das Ganze nachher hört. Das ist ja nicht alt. Aber hier ist auch ein Keyboard. Ja. Für die Pause oder was macht er damit? Nee, also durchaus gibt es Filme, wo man eben auch ganz spezielle Sounds fabrizieren muss. Mhm. Und mittlerweile geht das ja eben auch alles digital. Das heißt, wenn ich hier ein Geräusch aufnehme in seiner Originaltonhöhe, kann ich das hier wunderbar übers Keyboard transponieren und komme so auf, ich sag mal, ungeahnte Möglichkeiten. Und das ist eben jetzt auch ein Sounddesigner-Schnittplatz hier. Das heißt, hier gibt es auch eine Computeranbindung mit diversen Plugins, Filtern, Hallgeräten, Pitch-Shiftern und so weiter, um eben auch mal außergewöhnliche Sounds zu fabrizieren. Und dann nimmt man so ein Keyboard einfach sehr gerne
Also Sounddesign ist auch eine eurer Stärken. Das heißt, ihr kreiert auch ganz neue Töne. Wenn der, absolut. Wenn der Regisseur sagt, ich hätte es gerne so, wie auch immer, damals berühmte Star Wars, mein Laserschwert, dann müsst ihr mal gucken, wie ihr dem da glücklich stimmt. Ja? Ganz genau. Also durchaus lassen wir ab und zu auch mal ein UFO fliegen. Ja. Aber Musik selber wird hier nicht produziert. Den kriegt ihr dann zugeliefert von dem entsprechenden Komponisten und mischt es dann entsprechend rein. Ganz genau. Mhm. Und der Foley, der berühmte Foley, den man immer im Nachspann sieht, das ist ja nichts anderes als der Geräuschemacher. Das war der Kollege mit den Kokosnüssen. Ganz genau. Und die kommen dann regelmäßig zu euch schon mal, wenn die gefordert werden, dann kommen die zu euch und mischen das dann also hier direkt? Das oder ist eigentlich das? Grundsätzlich so, wir haben ein eigenes Geräuschestudio, wo wir auch einen Geräuschemacher drin haben. Mhm. Und wir machen eigentlich Foley zu jedem Projekt. Der Name Foley resultiert übrigens vom Erfinder her. Also Foley heißt jetzt nicht Geräusche. Ja, ich wollte mal fragen, wo kommt der eigentlich her? Ein bisschen habe ich an Englisch aufgepasst. Es war ein Jack Foley, der die Idee hatte, so Geräusche zu produzieren, um Filme akustisch zu untermalen. Und deswegen hat sich dieser... Wie war das mit dem Schrei nochmal, hast du im Vorgespräch erwähnt? Wie heißt der Schrei? Der Wilhelm Scream. Der das, Wilhelm. Genau. Das ist ein ganz berühmter Schrei aus einem Tonarchiv. Den kann man in der Filmgeschichte von Star Wars bis zurück zu alten Western quer durch die komplette Filmgeschichte hören. Wilhelm wird der geschrieben? Wilhelm. Also gibt mal bei Google Wilhelm Schrei ein, Scream, dann werdet ihr, oder Scream, Scream, S-C-E-R-M, dann werdet ihr einige sehr interessante Informationen finden, wo der schon überall zu hören gewesen ist. Das ist unglaublich. Absolut. Es gibt, glaube ich, sogar einen Zusammenschnitt, da ist der in 10 Minuten an einem Stück zu sehen und zu hören, wo der überall eingesetzt worden ist. Also ihr merkt, ihr lernt ja richtig was. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal weiter. Jo. Ja, also dieser Raum, der müsste eigentlich gesichert werden wie Fort Knox, denke ich mal, weil hier steckt euer gesamtes Kapital an Know-how und Erfahrung und natürlich die Projekte, ne? Sagen wir so, das ist das Herz des Studios, nämlich der Maschinenraum. Wenn man sich hier diesen Block anschaut, das ist zum Beispiel unser Mischpult. Also heutige Mischpulte sind ja auch im Prinzip nur noch optimierte Computer. Und oben steht ein großer Controller, der halt hier drüber verwaltet wird. Das heißt, die Kollegen können von oben dann über entsprechend Glasfaserkabel, was auch immer, wird dann hier drauf zugegriffen. Hier werden die ganzen Daten abgerufen oder abgelagert. Ganz genau. Vorteil ist natürlich auch, wir haben keine Geräusche oben in den Studios, ist ja alles super leise dann auch. Ne? Genau, hier findet eine ordentliche Kühlung statt. Klar. Und sehr angenehm im Moment. Früher war zum Beispiel ein Analogmischpult eine wirkliche Heizung im Raum. Das ist heute ausgegliedert, die Heizung steht hier und oben steht halt nur noch ein Controller, der nichts anderes als Steuerbefehle. Das heißt, hier unten sind die ganzen Festplatten. Auf diesen Festplatten werden die ganzen Sachen nachher abgelegt und zigmal gesichert natürlich während der Produktion, denke ich mal. Ne? Also wenn hier der Stromausfall ist, es sollte irgendwo noch eine Kopie sein, die... Es gibt hier ein Notstromaggregat und es ist in dem Sinne soweit alles gesichert. Und wie gesagt, die Projekte liegen hier auf den jeweiligen Arbeitsrechnern, um auch einfach den Lärm aus dem Studio zu entfernen. Im Übrigen gibt es den Projektor noch. Die Kollegen hatten bis dato den Projektor von dieser Firma hier gehabt. Das ist ein skandinavischer Hersteller. Ist günstig abzugeben. Wenn Interesse ist, bitte bei uns melden. Wir vermitteln den gerne, den Job. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, was ihr so an Projekten in den letzten Jahren und Monaten gemacht habt. Gerne. Josef, das ist ja noch ein CD-Regal aus, ich sag mal, vergangenen Zeiten bald, ne? Das kann man sagen. Mittlerweile ist der ganze Punktquatsch, der hier rumsteht, auf einer Festplatte abgespeichert und auch übers Archiv abrufbar. Also das sind jetzt, was ist das, Atmosphäre, ist Musik dabei gewesen? Das sind jetzt reine Musik-CDs, die man früher zur Untermalung von Filmen für Layouts und so weiter benutzt hat oder teilweise auch für Hintergrundmusiken in Filmen benutzt hat. Und das Studio, was wir jetzt hier haben? Ja, das ist jetzt eigentlich ein klassischer... sieht ja sehr aufgeräumt aus mit einer Tastatur nur. Genau. Das ist einfach, hier auf so einem Platz wird so ein Film eigentlich vertont. Hier ist auch das Programm drauf, was wir oben schon gesehen hatten. Mhm. Was man hier ganz deutlich sieht, hier vermisst man diese Fader. Es gibt hier auch Studios, die haben auch nur 8 Fader und so weiter. Das Studio hat jetzt hier ausnahmsweise gar keinen Fader. Aber grundsätzlich kann man oder wird der Film hier komplett vertont. Die Geräusche werden hier angelegt. Und wenn das hier alles beendet worden ist, dann geht das erst hoch in die Mischung und da werden die Geräusche eben perfekt ausbalanciert. Also streng genommen sitzt hier der Regisseur mit einem Mitarbeiter von euch und dann wird er sagen, hier, das ist mein Film und jetzt möchte ich gerne da hinten einen Hund hören und da vorne möchte ich noch eine schreiende Frau haben oder was auch immer. So ähnlich weinendes Kind oder das vorstellen, das ist eigentlich das Schöne an unserem Beruf. Natürlich haben wir die Besprechung mit dem Regisseur, wo soll die Reise hingehen, wie möchte er seinen Film, wie er klingen soll, aber das regelt man im Prinzip an einem Arbeitstag, dann bespricht man mit dem Regisseur diesen Film und dann geht der Gute auch und dann
ist der Toneditor letzten Endes dafür verantwortlich, den Film so umzusetzen, wie der Regisseur ihn gern hätte, aber eben auch mit seiner eigenen Vorstellung. Ab und zu gibt es dann natürlich immer mal so ein paar Proben für den Regisseur, bestimmte Szenen, die schickt man ihm dann mal rüber als ein Quicktime-Movie, dann kann er die auf seinem Laptop sehen und mal hören, ob wir seinen Geschmack getroffen haben, ob die Töne richtig sind. Bei den Filmen, ich sag mal, wir können ja einfach mal gehen, der Christian, der folgt uns heute mal. Wir gehen jetzt mal hier durch den Flur. Ihr habt ja hier so ein paar nette Plakate aufgehängt von Projekten, an denen ihr beteiligt gewesen seid, wo ihr also dann im Wesentlichen, denke ich mal, den Ton und alles gemacht habt. Genau. Macht ihr nur Kinofilme oder macht ihr auch noch andere Sachen? Nein, also Fernsehfilm, klar, war noch dabei. Wir haben oder sind eigentlich daraus entstanden, viel Serien zu machen. Wir haben es dann, ist früher zum Beispiel, was waren ja diese ganzen Comedies von Kemper, Nicola, alles was so freitagsabends auf RTL lief, das waren eigentlich so komplett unser Bereich. Mhm. Das haben wir gemacht. Mhm. Ist aber mittlerweile auch einfach gegessen und wir haben uns natürlich auch ständig weiterqualifiziert und tonlich. Wird doch nicht viel neu produziert, das meinst du mit gegessen? Das muss man sagen, ja. Okay. Und haben uns dann eben auch stärker auf den Kinomarkt konzentriert und setzen da viel Energie rein. Da auch immer die Stufen weiter nach oben zu erklären. Jetzt habe ich hier um die Ecke noch gesehen, da sind auch noch ein paar, was ist das hier, eine goldene Platte, eine silberne CD. Sascha, ihr macht also auch Musiksachen, ne? Das ist teilweise aus den alten Tagen heraus, genau. Der Falk, mein Partner, der mischt auch sehr viel Musik und hat unter anderem eben den Sascha damals verarbeitet. Okay, also halten wir nochmal fest, Kinofilm im Wesentlichen, da ist einiges passiert und das ist ja auch mit der Grund, warum wir uns kennengelernt haben. Ihr habt ja gerade den aktuellen dritten Teil von Laura Stern komplett vertont. Ist schon der vierte sogar. Ist schon der vierte? Genau. Okay, habe ich einen wahrscheinlich mit meinem Sohnemann verpasst, darf ich gar nicht sagen. Also der wird sogar in 3D, deshalb haben wir uns kennengelernt wegen dem Mitsubishi, denn da war wirklich der Bedarf, das Ganze auch mal live in 3D zu erleben. Und haben wir eine Chance, in den Raum reinzugehen und mal zu gucken? Ja, das können wir machen. Dann sollten wir das mal machen. Jo. Josef, als ich zum ersten Mal hier reinkam, war ich schwer beeindruckt. Das ist ja schon wirklich ein echtes Kino, was ihr hier euch aufgebaut habt. Ne? Das ist euer Herzstück von den ganzen Studios, würde ich ganz mal sagen, genau. Oder? Das ist hier ein Dolby-zertifiziertes Kino. Hier werden unsere Kinofilme gemischt und finalisiert. Und der Falk ist hier die Nummer 1 in dem Raum bei uns im Studio. Der Herrscher über alle Knöpfe. Genau. Und davon hat er eine Menge zur Auswahl. Ne? Da hat er jede Menge zur Auswahl. Und das heißt also, ihr habt jetzt hier eine Leinwand, die ist gut 5 Meter breit, 16:9. Alle Formate sind mehr oder weniger darstellbar. Im Hintergrund haben wir jetzt die beiden Projektoren. Einmal noch einen richtigen Klassiker, euren Filmprojektor, 35mm oder 16? 35mm, ja. 35mm sogar. Okay, und darüber jetzt das neue Meisterstück, der Mitsubishi, der 9000er. Das Ganze auch nochmal schön abgekoppelt vom Geräusch her, weil ihr habt ja so diese Thermopink-Scheiben, habt ihr, glaube ich, reingesetzt, so Spezialscheiben dann, ne, damit auch wirklich kein Geräusch hier reinkommt. Wir befinden uns eben in der Mischung. Hier wird der finale Ton abgenommen und den möchte man hier so gut und so sauber wie möglich eben hören. Deswegen hat Geräte Rauschen hier nichts zu suchen. Werden auch Töne hier produziert? Hier wird eigentlich nichts mehr produziert. Also hier wird einfach nur absolute Ruhe, wollt ihr hier haben, damit ihr wirklich hier alles, hier wird der Film einfach finalisiert. Der Regisseur sitzt hier, die Produzenten sitzen hier. Hier wird das Baby auf die Welt gebracht. Mhm, okay. Und dann habt ihr hier wie viele Lautsprecher insgesamt? Ihr könnt was machen? 5.1, 7.1? All das, die ganzen wichtigen Dolby-Spezifizierungen erfüllt hier. Könnt ihr hier machen. Okay, alles klar. Was wird im Moment jetzt hier gemacht? Im Moment haben wir gerade die Arbeit zu dem Kinofilm Laura Stern abgeschlossen. Mhm. Abgeschlossen. Wie lange wart ihr da so dran an so einem Film? Oh, das müsste ich jetzt ganz kurz im Fall. So Pi mal Daumen. Also Mischungszahl 3 Wochen. 3 Wochen ungefähr. Und das heißt, der Film wurde euch gebracht, in dem Fall sogar als 3D-Version, das war die Premiere. Und dann habt ihr ja mehr oder weniger nur die Sprache, glaube ich, die Dialoge, die sind im Vorfeld schon aufgezeichnet worden. Ganz und genau. Alles andere, gerade bei so einem Zeichentrickfilm, ist ja nun mal nichts vorhanden. Es muss ja wirklich Stumpf. Alles da komplett genau. Dazu gepackt werden. Das heißt, da haben unsere Soundeditoren von Grund auf, die haben die Sprache als Anleitung und dann jegliches Geräusch, jede Atmosphäre. Also in nächster Zeit, wenn ihr mal Laura Stern gucken wollt und es lohnt sich wirklich, dann denke ich mal, könnt ihr immer daran denken, dass das Ganze hier bei Torus abgemischt worden ist. Ja, was haben wir sonst noch Schönes? Was willst du mir noch vielleicht berichten hier? Was macht ihr denn sonst noch so Nettes? Ich muss jetzt auch einfach erstmal sagen, der Projektor war eine gute Wahl. Na, sehr schön, sehr gut. Ja. Na, er kann endlich mal was wieder sehen auf der Leinwand, ne? Muss kein Nachtsichtgerät also, mehr holen. 3D dazu ist ein guter Gimmick, aber ja, Full klar. HD war quasi die Erleuchtung jetzt. Dürfen wir noch mal einen Blick aufs Pult werfen? Natürlich. Gut.
Ja, Falk, du hast jetzt hier nicht nur eine Lichtorgel, sondern das ist jetzt hier deine ganze Technik, die ganzen Knöpfe. Ich habe vorhin schon gefragt, du musst wirklich im Extremfall da ganz hinten rechts oder ganz hinten links auch schon mal ran, ne? Ja, dafür Musst haben du wir aber lange Arme haben, rechts einen oder? Rollstuhl und lange Arme. Insofern ist das nicht ganz so problematisch. Ich kann mir aber hier auch noch einzelne Setups bauen und einzelne Seiten, wo ich dann mir meine Feder so hinlege, dass ich damit gut zurechtkomme. Also du machst jetzt wirklich den absoluten Feinschliff. Du bist jetzt mehr oder weniger der Letzte hier, der an so einem Projekt dann hier nochmal einen Blick drauf wirft, alles fein abschleift und dann kommt dann der berühmte Dolby-Mann, habe ich das richtig verstanden, und schaut hier über die Schulter und sagt, okay, das kriegt ihr mit dem Dolby-Logo auch jetzt raus, ja? Vorher kommen natürlich noch der Produzent und der Regisseur und der Musikredakteur und der Verleiher und sonst wer und gibt noch seinen Senf dazu, ob es ihm so gefällt oder nicht. Im Vorfeld mische ich jetzt erstmal den Film so, wie er mir gefällt und dann kommt die ganze Bande und wir einigen uns letztendlich dann irgendwie auf einen Sound und so wird er dann auch gezeigt im Kino. Das Thema DTS, ist das eigentlich ein Thema auch bei euch hier? Nee, gar nicht. Wir sind pure Dolby-Mischer, ja. Okay. Jetzt sitze ich mal in so einem richtigen Produzentenstuhl hier. Ist ja mal richtig klasse. Das heißt, hier sitzen also die Jungs und Mädels, die so einen Film dann wirklich bezahlen und die Kreativen, sag ich mal. Die sitzen dann hier und gucken dann auf die große Leinwand. Ganz genau. Hier wird der Film, wie gesagt, einfach eigentlich wirklich zur Welt gebracht. Obwohl viele Stellen vertont worden sind, wird hier manchmal auch einfach beschlossen, es ist viel wirkungsvoller für den Film, wenn wir diesen ganzen Krempel weglassen, dann hat es mehr Ausdruck, als wenn alles Mögliche raschelt. Diese Lichtorgel, beziehungsweise dieses wunderschöne Mischpult, was ihr da vorne habt, wenn man das mal so in Euro bezahlen müsste, was müsste man so ungefähr hinlegen? Vorhin habe ich was von einem Haus gehört. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten von Häusern, aber Also, Pi mal Daumen. das kann ganz gut und gern mal auf die 500.000 zugehen, das Teil. Kann Holla, man auch holla. beliebig immer mal was dazu stecken. Aber Software-Updates gibt es dann schon, Es ja? gibt Software-Updates, man kann sich gern noch ein paar Kärtchen holen für noch mehr Kanäle und so weiter und so fort. Also da ist auch immer weiter Luft nach oben. Und was brauche ich eigentlich für eine Ausbildung? Ihr habt angefangen ja am Set, hast du gesagt, ne? Was hast du eigentlich gelernt? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich Ja. bin absoluter Autodidakt. Ich habe nie was gelernt. Ich treibe mich nur jetzt schon seit 25 Jahren in diesem Bereich rum. Und Learning ja, by doing. Learning by Ja, doing kenne ich und das Motto. wir sind quasi auch mit der Digitalisierung aufgewachsen. Aber wenn jemand jetzt hier Interesse hat und sagt, Mann, das finde ich so klasse, ich möchte hier unbedingt hinter den Kulissen arbeiten im Audiobereich, was muss der lernen? Was sollte der dann an Möglichkeit mitbringen? Ja, Radio, Fernsehtechniker oder wahrscheinlich weniger, ne? ja, ich sag mal, zu diesem Beruf finde ich, ist der Hauptpunkt, man muss Film verstehen. Man muss nicht nur ein absoluter Sound-Nerd sein, sondern man muss den Film verstehen und begreifen, was die richtigen Töne sind. Das heißt, natürlich sollte der ein technisches Interesse haben und eben auch mit Tönen umgehen können. Aber sehr viel wichtiger ist auch eben das Talent, einen Film richtig zu deuten. Das kann man nicht unbedingt so direkt lernen, sondern es ist einfach viel Talent und. Ganz genau. Okay, verstanden. Gut. Ja, ich würde sagen, das war schon ziemlich mächtig beeindruckend, was ihr uns hier zeigen konntet. Finde das klasse. Vielen Dank. Ich habe auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich denke mal, es gibt nichts Passenderes als dieses wunderschöne kleine Gimmick hier. Ostern war zwar gerade, aber das ist unser Musikei. Das ist ein Lautsprecher. Den kannst du jetzt so auseinanderklappen und dann kannst du hier, Kabel liegt dabei, dein iPhone und was auch immer direkt da Oh, anschließen. Das geil. Ganze mit einem Akku betrieben. Perfekt. Haben wir übrigens ab sofort im Programm, so nebenbei. Und das kriegst du dann direkt als erster von uns geschenkt. Super, Vielen Patrick. Dank, Josef. Danke. Danke dir. Tschüss.